Ich bin 1980, ich bin hier von ARIS. Wir sind ein Studentenverein an der ETH, aber auch von anderen Deutschschweizer Hochschulen. Und ja, wir bauen Raketen und in Zukunft hoffentlich auch anderes. Ja, also, was ist ARIS? ARIS wurde 2017 gegründet von Studenten der ETH, HSLU und ZHW. Und ja, wir bauen Raketen, wir bauen sie selber und wir gehen mit diesen an internationale Wettbewerbe. Als Ziel wollen wir eigentlich die ganze Raumfahrtsgeschichte, also Raumfahrtserforschung, Weltraum und so weiterbringen an den Schweizer Hochschulen und ja, vielleicht sogar ein Kompetenzzentrum werden. Wir wollen die Leute inspirieren, wir wollen engagieren, wirklich die Leute zusammenbringen aus Industrie, aus Akademie und auch Studenten. Und ja, wir wollen wirklich etwas bauen. Zu mir kurze Vorstellung. Ich studiere noch Maschinenbau seit 2015 und habe 2018 bin zu ARIS gestoßen für das Fallschirmsystem der Rakete Heidi und habe seitdem eigentlich mehrere Projekte mitbegleitet, betreut und bin seit 2020 im Vorstand. Kurzer Überblick über die Geschichte. Seit 2017 bauen wir Raketen. Es fing klein an mit Tell und Heidi, die beide auf 10.000 Fuß flogen und Eulo und Pika, welche jetzt auf 30.000 Fuß fliegen. Seit 2018 bauen wir eigene Raketentriebwerke. Das sind Hybrid-Raketentriebwerke, also flüssig fest. Und ja, momentan sind sie flugbereit. Und seit letztem Jahr haben wir ein Projekt, welches eigentlich eine Rakete autonom landen soll, mit Hilfe eines Fallschirms. Und dazu hatten wir auch dieses Jahr ein Entwicklungsprojekt, welches eigentlich sehr erfolgreich war. Mehr zu dem später. Kurz zu den internationalen Wettbewerben, an denen wir teilnehmen. Es gibt den Space for the America Cup, der ist jährlich in New Mexico in den USA. Und dort sind wirklich über 100 Teams, über 1500 Studierende. Und ja, sie starten ihre Raketen in sechs verschiedenen Kategorien, basierend auf Höhe auf diese Zielen und was für Triebwerkstechnologie drin steckt. Ja, und bewertet wird eigentlich, wie präzise man auf eine gewisse Höhe kommt, wie gut das Engineering ist, wie gut die Entwicklung ist und ja, ob sie wirklich wieder an einem Stück herunterkommt. Das war unsere erste Teilnahme 2018. Hier unsere erste Rakete, die fliegt. Tut mir leid, das Video scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht kurz den Laserpointer deaktivieren und dann klicken. Ah, ja. Vielen Dank. Und ja, ihr seht, es war ein kurzer Flug, es war ein schneller Flug und leider explodierte das kommerzielle Triebwerk, das wir drin haben. Ja, es war ein Raketenmotor, den wir gekauft hatten. Aber trotzdem, wir gewannen einen Preis für unsere Modellierung und Simulation des Raketenfluges, also war es ein Erfolg. Ein Jahr später gingen wir nochmal mit einer verbesserten Rakete. Und ihr seht, der Fallschirm kam raus. Und ich zeige euch nicht das ganze Video, weil das wäre zu lange, weil sie sehr langsam und sanft heruntergekommen ist. Aber die Videos sind alle auf YouTube. Mit dieser Rakete haben wir den zweiten Preis gewonnen an der Competition. Und ja, zur Kontrollierung unserer Höhe hatten wir ein Luftbremssystem entwickelt und eingebaut. Leider kam es nicht zur Verwendung während diesem Flug, da unsere Rakete ein bisschen zu schwer war und sie nicht genau diese Höhe erreicht hatten, die wir wollten. Aber theoretisch hätten wir mit dieser wirklich unsere Höhe sehr genau kontrollieren können, was uns mehr Punkte gebracht hätte. Ein Jahr später
hatten wir eine größere Rakete, die Rakete Euler. Und die wurde, wie ich jetzt gebaut, um auf 30.000 Fuß zu fliegen. Die Raketen vorher fliegen auf 10.000 Fuß, also etwa 3 Kilometer, und diese will ich auf 10 Kilometer. Und ja, wir bauten auf dem, was wir gelernt hatten. Wir haben unsere Systeme verbessert, die Rakete größer gemacht und ja, sie flog dann auch hier bei einem Testlaunch. Und während diesem Flug konnten wir eigentlich das erstmal unsere Luftbremsen wirklich testen. Also hier seht ihr, wie sie ein- und ausfahren. Also wie so Schaufeln, die den Luftwiderstand dann wirklich sehr massiv erhöhen können. Und wir sind alle Techniker. Also hier noch ein Graphen von der Beschleunigung über Zeit. Und hier sieht man natürlich, wenn der Motor brennt. Und dann, nachdem der Motor ausgebrannt ist, haben die Luftbremsen dann sind eingefahren, ausgefahren und so konnten wir eigentlich die Höhe unserer Rakete bis auf 1% genau regulieren. Ja, wir hatten noch ein, es war nicht ganz perfekt, weil idealerweise würde es natürlich nur einmal auslenken, einlenken und dann wäre es schon perfekt. Aber wir hatten ein kleines Loch, das wir nicht abgedichtet hatten und dann hatten wir Druck am Barometer, der unsere Sensor Fusion ein bisschen verwirrt hat. Aber ja, mit Euler gingen wir an den York, die europäische Antwort zum Space for America Cup, wirklich sehr ähnlich, auch Kategorien, auch viele verschiedene Studententeams. Leider konnten wir letztes Jahr nicht starten, da wir kurz vor Start noch ein Problem mit unserer Flugelektronik hatten, die wir selber entwickelt hatten. Aber dieses Jahr gingen wir wieder. Und ja, das ist der zweite Flug von Euler. Ja, ihr seht, es lief wieder nicht alles nach Plan. Hier, was runterfällt, ist der Motor. Ihr seht, dieser brennt aus zwei Seiten raus. Das sollte nicht so geschehen. Wir sind momentan mit dem Hersteller um abklären, was da schief gelaufen ist und ja, wie wir das verhindern könnten. Aber das hat uns wirklich gezeigt, dass wir wirklich früher oder später unsere eigenen Raketentriebwerke entwickeln müssen. Und ja, das machen wir eigentlich seit 2018. Also 2018 haben wir eigentlich diesen Testcontainer gebaut, welcher hier den, okay, also den Motortest-Stand hat, hier das, die Flüssigkeitszufuhr und hier das Data Acquisition System, wo wir alle Daten, alle Sensoren sammeln. Und ja, mit diesem Container konnten wir wirklich das alles vor Ort an der Universität eigentlich zusammensetzen, dann den Container an ein Testgelände verschicken und dann dort in aller Ruhe testen, ohne jemanden zu gefährden. Und ja, 2019 bauten wir dann erstmal eine große Hybrid Rocket Engine. Also mit Hybrid meinen wir einen flüssigen Oxidationsmittel und einen festen Treibstoff. Also nicht elektrisch. Und ja, letztes Jahr haben wir die erste gebaut, die unsere Rakete antreiben soll. Pika ist unsere neueste Rakete, die fliegt wieder auf 30.000 Fuß, ist 6,2 Meter lang und ja, ist am New York geflogen und hat dort eigentlich die höchste Kategorie gewonnen, also auf 30.000 Fuß mit einem selber entwickelten Hybridraketenantrieb. Hier noch ein kurzes Video davon. Ja, und ihr seht, es ist rundkommen mit dem Fallschirm. Ja, weil alle sehr, sehr froh. Ja, und hier eine kurze Überblick, was alles in dieser Rakete drin steckt.
Also natürlich, hinten ist unser selber entwickeltes Triebwerk und das natürlich müssen wir mit Elektronik kontrollieren. Wir haben Motoren, die Ventile öffnen und schließen. Wir haben den Zünder, den wir zünden müssen durch Elektronik und natürlich alles mit dem Ground Support Equipment verbunden. Also wir betanken die Rakete eigentlich autonom mit einem System, welches die Rakete betankt, und sobald sie betankt ist, kommt sie sich ab und wir hatten ja Livestreams und alle möglichen Sensoren im Tank. Und natürlich im oberen Teil der Rakete haben wir einerseits die Elektronik für den Fallschirm, welcher redundant und unabhängig sein muss, welche Barometer und Beschleunigungssensoren merkt, wenn die Rakete am Höhepunkt ist und dann den Fallschirm auslöst. Und dann hatten wir natürlich sehr viel Telemetrie, die uns die Daten gesendet hat, dass wir immer wussten, wo die Rakete zu welchem Zeitpunkt ist. So, und noch ein letztes Projekt von letztem Jahr, hier Projekt Phoenix. Das Ziel war wirklich, ein System zu bauen, welches eine Rakete autonom landen kann. Also bis jetzt hatten wir diese Rundkappenfallschirme und die Rakete kommt mehr oder weniger einfach gerade rund und wir wissen nicht genau, wo es sie hintreibt. Und das Ziel hier war, ein System zu entwickeln, welches autonom einen Fallschirm wirklich steuern kann und an Bord dann eine State Estimation eigentlich macht und somit die Rakete landen kann an dem Ort. Und wir haben es getestet mit Helikopter-Drop-Tests, und weil das Projekt ist mit der meisten Elektronik drin, das Video in voller Länge. Oh, ihr habt keinen Sound. Tut mir leid. Dann habe ich es falsch aktiviert. Also hier das System. Wir haben es mehrmals aus dem Helikopter gedroppt. Und das System hat an Bord natürlich Barometer, GPS, MU und kann somit eigentlich seine eigene Position bestimmen und so zu einem Ort navigieren, an dem es landen soll. Ihr seht, es lief nicht alles genau nach Plan, aber ja, allem war es ein sehr gutes Projekt. Ja, und tut mir leid, dass der Ton fehlte. Eventuell habe ich vergessen, was zu aktivieren. All die Videos sind YouTube, auch mit Ton. So, also jetzt. Was will alles in der Zukunft machen? Wir wollen wirklich relevant sein, wenn es darum geht, Weltraumforschung zu betreiben. Und ja, wir wollen auch in Zukunft Weltraummissionen vorbereiten, unterstützen. Also dieses Jahr
fahren wir weiter, wie wir gemacht haben mit diesen Projekten, die ich gezeigt habe, aber auch neue Projekte, die wir starten. Also das Interessanteste ist der CubeSat. Dort sind wir noch nicht allzu weit, aber wir haben schon die ersten Ideen, die ersten Partner und die ersten Projektpläne. Und was wir wollen eigentlich einen Satelliten bauen, der sich in Erdumlaufbahn drehen kann, um so eigentlich Schwerkraft zu simulieren und dass man dort Experimente machen kann in verschiedenen Schwerkraftumgebungen. Und das Ziel ist, dass wir dann wirklich Space-Grade-Hardware entwickeln können und so das Know-how auch an die ETH bringen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, es tut mir leid, dass der Ton gefehlt hat. Aber ja, jetzt zurück an Anna.